Die ersten christlichen Kirchen sahen so aus. Im römischen Weltreich war bald nach dem Tod Jesu das Christentum eine verfolgte Religion. Abgedrängt in die Illegalität bestatteten die Christen ihre Toten in solchen Katakomben. Und hier feierten sie auch Gottesdienste, in Gemeinschaft mit ihren Verstorbenen. Noch im 4. Jahrhundert ließ Papst Damasus diese Krypta zum Gottesdienstraum ausbauen. Die Urchristen glaubten daran, dass ihre leibliche Auferstehung unmittelbar bevorstehe. Bald würden sie ins Himmelreich geführt werden durch Christus, dem Licht der Welt. Kirchenbauten waren da nicht notwendig. 1000 Jahre später erheben sich gewaltige steinerne Dome wie Burgen Gottes in den Himmel, wie hier in Speyer. Das Christentum ist längst eine dauerhafte Größe im Leben der mittelalterlichen Menschen geworden. Und es beginnt eine Epoche, in der man darum wetteifert, immer mächtigere Zeugnisse des Glaubens zu schaffen. Sind Wissenschaftler diesem Zeitalter auf der Spur, mit riesigem Presserummel. In der evangelischen Johanneskirche wollte man eigentlich nur eine moderne Heizung einbauen. Aber dann fand man im Kirchenboden Spuren, die 1000 Jahre zurückführen. Grabungsleiter Guido Facani und die Vertreter beider Kirchen sind insbesondere von der Freilegung eines 2 Tonnen schweren Steinsarkophags fasziniert. Denn nach Lage des Sarkophags im Mittelschiff vor dem Altar muss er die Ruhestätte einer hochrangigen Persönlichkeit sein. Vielleicht die des mittelalterlichen Bischofs von Mainz, Erkanbald. Und so hebt sich an diesem Tag der 700-Kilogramm-Deckel. Zum ersten Mal nach gut 1000 Jahren. Sollte sich die bestattete Person als Bischof Erkanbald erweisen? Als des Mannes, der vor 1000 Jahren Erzbischof von Mainz war? Dann wäre zugleich bewiesen, dass an diesem Ort der erste ursprüngliche Dom von Mainz stand. Auf den ersten Blick mag der Befund für Laien eher enttäuschend sein. Für die Fachleute aber bergen diese Überreste jede Menge von Informationen über die Zeit der Romanik. War es oder war er es nicht, das spielt im Moment der Deckelöffnung, der Öffnung eines Sarkophages gar keine Rolle. Da ist man so angespannt, die Arbeit richtig zu tun, wissenschaftlich korrekt zu handeln. Für solche Gefühlsduseleien in Anführungszeichen hat man gar keine Zeit. Mit Abstand dann sieht man dann, erkennt man ja, was man ausgegraben hat, was man gefunden hat und erkennt auch, den großen Quell an Informationen über die Welt der damaligen Zeit. Die Welt der damaligen Zeit. Sie hat eine entscheidende Vorgeschichte. Noch bis ins 4. Jahrhundert werden die Christen blutig verfolgt. Dann aber geschieht etwas Revolutionäres. Bischof Eusebius aus Caesarea verfasst eine Lobeshymne auf das römische Kaisertum, das eben noch ihn selbst bedrohte. Der Kaiser sei wie ein Engel Gottes vom Himmel her unter uns Christen getreten, schreibt Eusebius. Gemeint ist der neue Kaiser, Konstantin. Denn der hat plötzlich Religionsfreiheit gewährt. Für die Christen wird der Kaiser nun zum Gottgesandten und obersten Kirchenführer. Und Kirchen werden jetzt Paläste. In Rom steht noch das Pantheon, der Tempel, in dem die alten Römer ihre Götter verehrten. Dieser Kuppelbau wird nun das Vorbild für das, was man für den christlichen Gott und für seinen Vertreter, den Kaiser, errichtet. Im Osten des Römischen Reiches wird die Hagia Sophia in Konstantinopel die größte Kirche des Christentums.
10.000 Arbeiter errichten diesen Kirchenpalast, der das Prunkbedürfnis des kaiserlichen Hofstaats befriedigt. 5 Jahrhunderte nach dem Kreuzestod Christi ist Kirche eine hochpolitische Angelegenheit geworden. So kaiserlich prachtvoll die Welt im Südosten des zerbrechenden Römischen Reiches auch aussieht, so bescheidener gestaltet sie sich im Nordwesten. Dort, wo Kaiser Karl seit Anfang des 9. Jahrhunderts in seinem Frankenreich regiert und sich seinerseits als Nachfolger der römischen Kaiser versteht. Auch Kaiser Karl, den man später den Großen nennen wird, lässt sich in Aachen eine Kirche als Zeichen seiner Herrschaft erbauen. Und auch er kopiert die alten Symbole des zerfallenen Römischen Reiches. Auch seine Aachener Pfalzkapelle ist ein Kuppelbau. Wie die Hagia Sophia in Byzanz. Als Kaiser Karl im Jahr 800 frisch gekrönt die Stufen zu seinem Thron besteigt, ist für die Kirchen im Westen aber ein ganz entscheidender Schritt getan. Karl lässt in seinem Reich sehr viel Pluralität zu. Er lässt den verschiedenen Völkern seines Reiches ihre Gesetze, ihre Sprache, ihre Gebräuche. Aber einheitlich im großen Frankenreich ist der Gottesdienst, ist die Ausübung der Theologie, ist die Verwirklichung von Gottes Willen, denn der kann nur eindeutig sein und nicht vieldeutig. Menschen können vieldeutig leben, aber der Weg zu Gott ist eindeutig. Aufgabe ist es nun, die Einheit des Glaubens im großen Frankenreich auch durchzusetzen. Und da sind die Bischöfe gefragt. Besonders die drei alten römischen Ansiedlungen Trier, Köln und Mainz macht Karl zu seinen wichtigsten Erzbistümern. Bald schon sind die Bistümer ihrerseits bemüht, in Konkurrenz zueinander ihren Einflussbereich auszudehnen. Trier stößt aufgrund seiner westlichen Lage schnell an seine Grenzen. Köln kann seinen Herrschaftsbereich nach Nordwesten bis an die Nordsee erweitern. Am erfolgreichsten ist Mainz. Bald reicht der Einfluss des Mainzer Bischofs von Verden im Norden bis Chur im Süden. Dann aber auch noch bis weit hinein in die östlichen Gebiete. Der Mann, der um das Jahrtausend die Bedeutung von Mainz so energisch vorantreibt, ist hier beerdigt. In der Mainzer Kirche St. Stephan. Erbaut auf der höchsten Erhebung der Stadt. Damals noch eine Holzkirche. Und erst viel später im gotischen Stil umgebaut, werden hier bis heute die sterblichen Überreste des Erzbischofs Willigis aufbewahrt. Und er, Erzbischof Willigis, ist es, der den Vorrang seines Bistums auch unbedingt baulich demonstrieren möchte. Kurz vor der Jahrtausendwende entwirft Willigis einen ehrgeizigen Plan. Statt der alten Mainzer Holzkirche will er einen Dom aus Stein errichten. Viel größer noch, als ihn die Mönche auf der Bodenseeinsel Reichenau erbaut haben. Ein Kirchenpalast mit holzgetäfelter Decke, farbig gefasst. Und über sollen die Wände bemalt sein mit den Geschichten der Bibel. Für die Gläubigen, die wohl sonst im Leben kaum jemals Bilder zu Gesicht bekommen, wird dieser Eindruck überwältigend sein und sie zu Gott führen. Davon ist Williges überzeugt. Und er ist sich sicher, mit seiner Kathedrale wird er den Vorrang seines Bistums festschreiben. Er wird der Mann sein, der dort Könige krönen wird. Als Sohn eines Wagenbauers hat Williges es zum zweiten Mann nach dem Papst gebracht. Sein Zeichen, das Rad, wird in das Mainzer Wappen eingehen. Und sein Plan, das Krönungsrecht zu erlangen, scheint sich zu erfüllen. Sein Dom soll erstrahlen wie das himmlische Jerusalem.
Im Jahr 1009 ist es soweit. Das größte Bauwerk nördlich der Alpen wird geweiht. Doch das große Unglück geschieht noch am selben Tag. Der Neubau des Williges geht am Tag seiner Weihe in Flammen auf. Williges will seinen Anspruch, der Erste unter den Bischöfen und Erzbischöfen des Ostfränkisch-Deutschen Reichs zu sein, Williges will diesen Anspruch durch einen repräsentativen Dombau untermauern. Darauf kommt es ihm an, denn in Stein gewordener Architektur zeigt sich auch der Rang eines Erzbischofs. Und das versucht er in Szene zu setzen. Und es ist eine besondere Tragik, dass dieser Dombau im Umfeld der Weihe gleich wieder abbrennt und damit eigentlich die Anstrengung für künftige Erzbischöfe schon wieder vorzeichnet. Denn eine Bischofsstadt ohne funktionierende Kathedrale ist einfach nicht denkbar. Der Sarkophag in der Mainzer Johanniskirche, den die Wissenschaftler geöffnet haben, ist wieder verschlossen. Der Leichnam unversehrt wieder der Totenruhe überlassen. Der Sargdeckel mit dem Staubsauger gereinigt. Nur mikroskopische Proben wurden entnommen, um die Identität des Toten endgültig zu klären. Darunter dieser Goldfaden, Bestandteil einer Borte aus echtem Gold, die sich in Kopfhöhe des Leichnams befand. Matthias Heinzel ist Restaurator und Spezialist für Metalllegierungen. Unter dem Auflichtmikroskop werden Struktur und Faltform der Goldlegierung sichtbar und mikrometergenau vermessen. Vergleichsfunde lassen den Schluss zu, dass der Faden Bestandteil einer Goldborte war, die zu einer Kasel, einem bischöflichen Messgewand, gehörte. Der damit Geschmückte war zweifellos ein Geistlicher, wahrscheinlich ein Bischof. Aber noch beweiskräftiger ist die Probe, die im Bereich des linken Oberarms entnommen wurde. Bestandteil eines größeren Textils, an dem noch zwei kleine Bortenstücke aus dunkler Seide hafteten. Unter dem Mikroskop wird trotz des starken Verfalls des Materials noch nach 1000 Jahren schnell deutlich, dass das Gewebe tierischen Ursprungs ist. Man sieht jetzt ganz klar doch hier die dachziegelartige Schuppenstruktur der Epidermisschicht und mittig auch noch ein bisschen den Markkanal. Und genau diese beiden Merkmale weisen ganz klar auf Wolle hin. Wolle? Ein sicherer Hinweis auf ein sogenanntes Pallium. Darstellungen bilden es schon seit dem frühen Mittelalter ab. Eine Art Stola, die der Papst selbst trägt und auch heute noch seinen Erzbischöfen als Amtszeichen verleiht. Gesponnen aus der Wolle zweier Lämmer, die der Papst alljährlich segnet. Für die Archäologen ein sicheres Indiz. Als es klar war, dass die Gewebereste, die wir gefunden haben, Wolle war und dass auf dieser Wolle auch noch Seitenborten lagen, war für uns klar, das ist ein Pallium. Der Mann, der das trug, war ein Erzbischof. Und die C14-Datierung von weiteren Geweberesten gab uns letztlich die Sicherheit, sagen zu dürfen, das ist Erkanbald, der Erzbischof, der vor 1000 Jahren lebte und den Neubau, den Wiederaufbau des Mainzer Domes vorantrieb. Damit ist der Beweis erbracht. Dort, wo heute die Johanniskirche steht, stand einst der erste Mainzer Dom. Und Erzbischof Erkanbald, der Nachfolger des Williges, ließ sich hier zu Grabe tragen, weil die neue Kathedrale nach dem verheerenden Brand noch im Bau war. Wohl aus Respekt vor der alten Kirche wählte man den Bauplatz nicht genau hier, sondern gleich nebenan. In unmittelbarer Nachbarschaft entstand das große Renommierprojekt der Erzbischöfe,
das dazu dienen sollte, Mainz zu einem zweiten Rom zu machen. Zum königskrönenden Zentrum des ganzen Reiches. Kaum etwas weiß man über die Arbeit der Bauleute. Die Steinmetze der Romanik sind namenlos geblieben. Kein einziges Dokument von ihnen ist überliefert. Dome nicht aus Holz, sondern aus Stein zu bauen, ist im Mittelalter eine bautechnische Revolution. Mit Hilfe von Holzgerüsten wuchten sie Stein auf Stein und hoffen auf Stabilität. Muskelkraft ersetzt Kräne, die noch nicht erfunden sind. Ebenso wenig wie Baupläne. Man benutzt Sandsteine, die verhältnismäßig leicht zu Quadern geschlagen werden können. Ziegel sind erst 200 Jahre später zu haben. Dombau bleibt ständiges Experiment. Umso höher, umso gefährlicher. Mit nicht ganz sicheren Schritten geht man in dieser Epoche in die Zukunft. Denn nun ist ein neues Jahrtausend angebrochen. Das römische M steht für 1000 Jahre. Für die große Zeitenwende. Der christliche Gottesglaube durchdringt dieses Zeitalter durch und durch. Die Hoffnung aufs Paradies ist ebenso real wie die Furcht vor der Hölle. Und wohl jeder Mensch dieser Epoche hat im Kopf, was die Bibel in der Offenbarung des Johannes prophezeit, wenn 1000 Jahre nach Christi Geburt vergangen sind. Im 20. Kapitel heißt es da: Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satanas loswerden aus seinem Gefängnis. Was wird ihnen drohen? In dieser gefährlichen Zwischenzeit, wenn Tod und Teufel los sind und die erlösende Wiederkehr Christi noch auf sich warten lässt. Die Gläubigen konnten in der Offenbarung des Johannes lesen, dass ein Engel den Satan für 1000 Jahre gefesselt hat und dann wieder freilässt für eine gewisse Zeit. Das bringt Ängste hervor. Aber nachdem die Jahrtausendwende überwunden ist, beginnt ein unglaublicher Aufbruch in Europa. Man schüttelt sich frei und die ganze Welt überzieht sich mit einem neuen weißen Kleid von Kirchen. Es ist der Bauboom, der hier einsetzt. Und auf der anderen Seite beobachten wir, wie eine ganze Fülle von gesellschaftlichen und technologischen Neuerungen es ermöglicht, dass Bevölkerung wachsen, sich entfalten kann. Die Dreifelderwirtschaft setzt sich durch, viel mehr Menschen können ernährt werden. In der Landwirtschaft gibt es Innovationen, aber auch der Tretwebstuhl wird hier in Europa etabliert, der schon lange in Asien entwickelt worden war. Die Wassermühlen kommen dazu und geben eigentlich eine neue energetische Kraft, die für viele, viele Jahrhunderte in Europa Weichen stellen bleibt. Wenn große Ängste überwunden sind, dann entfaltet sich umso mächtiger die Freude am Weiterleben. Und so wie nach unserer Jahrtausendwende das digitale Zeitalter enorme Fahrt aufnimmt, so kraftvoll startete vor 1000 Jahren das Mechanische. Mit gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüchen. Plötzlich entwickeln sich Städte. Neue Waren erobern den Markt. Glasgefäße statt Holzkübel. Geldgeschäfte statt Warentausch. Gesellschaftliche Vielfalt und neue Mönchsorden, die den klerikalen Wildwuchs durch strenge Regeln reformieren. Und florierende Geschäfte mit dem, was die Kirche auch heute noch als ihren größten Schatz betrachtet: Reliquien, heilige Gegenstände. Auch der Mainzer Dom kann mit solch besonderen Schätzen aufwarten. In der Krypta wird eine besonders bedeutende Reliquie verwahrt. Eingeweideteile des heiligen Bonifaz. Des Missionars der Deutschen, der die Christianisierung im 8. Jahrhundert energisch vorantrieb. Für die mittelalterlichen Erzbischöfe ein Argument mehr, um die Vorrangstellung des Bistums zu begründen. Allerdings sind Dome,
an denen über 1000 Jahre lang gebaut wird, Kompositbauwerke. Die architektonischen Launen aller Epochen vermischen sich da. Dreht man die Uhr 1000 Jahre zurück, in die Zeit des Erkanbald und seiner Nachfolger, dann erscheint der damalige Stolz der Reichskirche doch als recht bescheidene Basilika. Wenn auch in der Ausdehnung nicht viel kleiner als der heutige Dom. Damals standen schon die Osttürme. Und über diesen Weg im südöstlichen Turm könnte vielleicht schon Erkanbald gegangen sein. Wenn auch nicht so weit nach oben. Denn die Aufstockung der Osttürme auf stolze 55 Meter erfolgte erst viel später. Trotz aller Umbauten. Im Inneren der Kathedrale lässt sich immer noch der Geist der Romanik erspüren. Die feierliche Dunkelheit. Und das kantige Massiv des Steinbaus, der seine Festigkeit zur Schau trägt. Wie beeindruckend müssen solche Steinräume auf mittelalterliche Menschen gewirkt haben, die doch Holz- oder Lehmhäuser gewohnt waren. Willigis hatte mit seinem Renommierprojekt etwas angestoßen, was zugleich Wettstreit war. Eine Kampfansage nicht bloß an seinen Konkurrenten, den Erzbischof von Köln, sondern auch an die politisch Mächtigen, die mit solchen Kirchenpalästen daran erinnert wurden, dass Gott und seine Vertreter über ihnen stünden. Das Grabmal des Erzbischofs Peter von Aspel zeigt, wie noch im 14. Jahrhundert die Erzbischöfe ihr Verhältnis zu den gekrönten Häuptern gerne sehen wollten. Derjenige ist der Größte, der krönen und salben kann. Bereits im zweiten Buch Mose des Alten Testaments wird sie beschrieben. Die Salbung. Das Öl, Mittel der Heiligung von Priestern und Propheten. Im Abendland beginnt sich dieser Brauch auch bei der Krönung von Herrschern durchzusetzen. Mit dem Öl vollzieht sich die Übertragung und Legitimation der politischen Macht. Der Herrscher wird Herrscher von Gottes Gnaden. Durch die Kirche. Aber auch in Abhängigkeit von ihr. Denn verlangt dieser Ritus nicht die Unterordnung des Monarchen? Und was ist, wenn Bischof oder Papst dem Herrscher die Salbung versagen? Wenn der Geistliche nicht die Worte spricht, Ungo te in regem. Ich salbe dich zum König. Wird ein König oder Kaiser dann noch die Anerkennung seiner Untertanen finden? Mit der Salbung durch heiliges Öl wird der König zum Gesalbten des Herrn, zum Christus Domini. Und damit hat er eine dominierende Stellung im wahrsten Sinne des Wortes. Er macht sich aber auch abhängig von dem, der ihn salbt. Das kann ein Bischof sein. Bei der Kaisersalbung ist es allein der Papst in Rom. Und dieses Gefüge funktioniert so lange gut, bis es zum Rangstreit zwischen der weltlichen und der geistlichen Gewalt kommt. Der Rangstreit zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt. Er liegt in der Luft in diesem ersten Jahrhundert nach der Jahrtausendwende. 80 Kilometer rheinaufwärts, in Worms, kommt es bereits zu Reibereien zwischen der Grafenfamilie der Salier und dem neuen Bischof. Sofort nach Amtsantritt beginnt der mit der Planung eines Doms. Auch in Worms soll ein repräsentativer Bau wie eine Burg den Vorrang der Kirche markieren.
Und um im Schatten des Doms sogleich die Neuordnung der ganzen Stadt zu organisieren. Dafür ist er der richtige Mann. Bischof Burchard. Bischof Burchard ist ein Vertrauter des tatkräftigen Willigis. Und mit der gleichen Entschlossenheit bereitet er den Boden für die kirchliche Herrschaft. Burchard ist ein gewiefter Organisator. Als Stadtherr von Williges Gnaden macht er schnell kurzen Prozess. Als Burchard hierher gekommen ist im Jahr 1000, war es ihm wichtig, deutlich zu machen, jetzt bin ich hier der Stadtherr auch als Bischof. Und er hat alles dran gesetzt, seine Beziehungen auch zum Kaiserhof aktiviert, um eben die Salier zu bewegen, hier ihren Besitz in Worms aufzugeben, die Burg aufzugeben und Worms zu verlassen. Und dann hat er ja die Stammburg der Salier eben auch in einem symbolischen Akt schleifen lassen, an dieser Stelle ein Stift errichtet, eine Kirche, St. Paulus, und damit ja demonstriert, jetzt bin ich der alleinige Stadtherr hier. Noch heute trägt dieser Bau die Konturen des 11. Jahrhunderts. Auch wenn von Burchards Bau tatsächlich nur noch ein paar Grundsteine stehen. Die einmaligen Zeugnisse romanischer Bildhauerkunst, die seltenen Tierdarstellungen, sie stammen alle aus dem 12. Jahrhundert. Denn schnell gebaut und schon 1018 eingeweiht, stürzt Burchards Repräsentationspalast schon 2 Jahre später wieder ein. Und als der Neubau mitsamt seiner spätromanischen Säulengalerie gut 160 Jahre später fertig ist, da ist auch Burchards Ideal von kirchlicher Vorherrschaft längst gefährdet. Eine neue Zeit bricht an. Und es ist, als ob die Baumeister schon ahnen, wie sich die kommende Epoche, die Gotik, dem Formenreichtum und einer neuen Lebensbuntheit öffnen wird. Die Bürger, die diesen Raum immer mehr als ihre Repräsentationsstätte verstehen, halten es bald eher mit dem König als mit dem Bischof. Und die vertriebenen Herren von Worms, die Saliergrafen, haben längst ein Konkurrenzprojekt gestartet. Gleich nebenan, in Speyer. Der heilige Christophorus, der Christusträger, dessen Blick nach alter Vorstellung den plötzlichen Tod abwenden soll, er schaut jetzt auf sehr veränderte Verhältnisse. Sie hatten ein wenig das Pech, die Salier, dass sie aus ihrem angestammten Sitz in Worms vertrieben worden waren. Und sie suchten sich ganz schnell eine neue Bischofskirche. Das ist die Kathedrale der Heiligen Maria in Speyer. Was in Speyer während der Dynastie der Salier entsteht, ist ein wahrhafter Kaiserdom. Keine andere mittelalterliche Kathedrale am Rhein setzt so viel imperiale Macht in Szene wie der Mariendom zu Speyer. Wie eine Burg hoch über dem Rhein gelegen, ein Höhepunkt kaiserlicher Architektur, die steingewordene Markierung eines Dynastieanspruchs. Und die Stadt Speyer? Vor Ankunft der Salier noch ein Kuhdorf. Nun breitet sich vor dem Dom bald eine kaiserliche Metropole aus. Denn die Geschichte geht oft überraschende Wege. Aus Worms vertrieben und ohne großen politischen Einfluss wird Herzog Konrad 2 Jahrzehnte später zum König und schließlich zum Kaiser gesalbt. Als 1024 der erste Salier, Konrad II., gewählt wird, war diese Wahl nicht lange planbar. Sie war möglich geworden, weil der letzte liudolfingische Herrscher Heinrich II. Ohne Leibeserben verstirbt. Aber Konrad II. War ein Abkömmling Ottos des Großen. Und diese Tradition über weibliche Linie ist ganz wichtig für das salische Selbstbewusstsein. Sie stehen in dieser langen imperialen Tradition. Als Sämann des Friedens und Wohltäter der Stadt wird Konrad mit der Inschrift auf seiner Krone gewürdigt, mit der man ihn 1039 in sein Grab legt. Seine Amtszeit gilt als Höhepunkt mittelalterlicher Kaiserherrschaft. Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst beginnt gerade erst zu köcheln. Auch sein Dom, den er eigentlich nur baut, um für sich und seine Nachfolger eine würdige Grabstatt zu schaffen, steht noch ganz in den Anfängen.
Hedwig Drabik ist heute die Dombaumeisterin dieses kulturellen Welterbes, das Konrad als sein repräsentatives Grab plante. Offenbar zu repräsentativ, denn als er stirbt, stehen noch nicht einmal die Außenmauern. Die Tragik lag eigentlich darin, dass Konrad seine Visionen nicht mehr erleben konnte. Er hatte ja eine Idee, die größte Kirche des Abendlandes zu erbauen, und die Verwirklichung hat er nicht mehr feststellen können, weil er vorher verstorben ist und in einer Baustelle begraben worden ist. Im mittelalterlichen Wettstreit der Kathedralen sicher etwas Neues. Ein Kaiser, der für sich und sein Geschlecht eine gewaltige Grablege baut, die in ihrer Dimension mit dem Mainzer und dem Wormser Dom in Konkurrenz tritt. Ein steinernes Symbol kaiserlichen Selbstbewusstseins, das seine Kraft vielleicht auch aus der bitteren Erfahrung in Worms bezieht. Aber doch ein Plan, der zunächst nur Baustelle bleibt. Der Unterbau des Doms, der alle bisherigen Maße sprengt, ist allerdings fertig, als Konrad stirbt und zeugt von seinem Zukunftsoptimismus. Man könnte es so beschreiben, dass er diese Vision hatte, das Herz und den Glauben und die Hoffnung, dass er es hinbekommt, dass er es gut macht. Und dass seine Idee eben auch durch alle anderen umgesetzt wird und er sie mit dieser Idee auch anstecken kann. Der Freiburger Professor Klaus Humpert wurde 91 Jahre alt. Gleich nach dem Weltkrieg studierte er Architektur in Karlsruhe. Als Stadtplaner und Professor forschte er über die Entstehung früher Städte. Auch die von Speyer. Und entdeckte dabei, dass Konrads Ehrgeiz wohl keineswegs an den Mauern seines Doms Halt machte. Der Konrad wollte nicht nur einen Dom bauen, sondern eine ganze Stadt. Speyer sei nicht einfach um den Dom herumgewachsen, sondern von Anfang an Teil des Dombauplans gewesen. So Humperts These. Hier steht der Dom und davor wird eine 750 Meter lange Marktstraße konzipiert mit einer enormen Breite von über 50 Metern. Und am Ende der Marktstraße ist ein Stadttor. Und diese riesige Straße ist zwar Markt, aber es ist ganz sicher die Idee der Via Triumphalis, das heißt die Achse auf das Tor. Die Via Triumphalis, die Triumphstraße. Sie war im antiken Rom eine der wichtigsten Straßen zu Füßen des Vatikanischen Hügels. Nicht unwahrscheinlich, dass Konrad, der sich ja als Nachfolger des römischen Kaisers sah, mit Speyer das Stadtbild Roms imitieren wollte. Konrad will halt hier eine ganz große städtebauliche Leistung bringen, die größte Kirche nördlich der Alpen. Und auch von der Planung her die größte Stadt nördlich der Alpen. Wenn man diese Dimension dieser Stadt sieht, nach außen abgeschützt, hier gibt es eine Vorstadt, hier gibt es eine Vorstadt, hier gibt es eine Vorstadt und hier gibt es eine Vorstadt. So ist also das ein sehr starker Anspruch, den hier der Konrad mit seinen baulichen Maßnahmen hier vorführt. Und das Tolle an dieser Stadt ist, dass er dann mit diesen beiden großen gebogenen Straßen, die beide auf den Dom zugehen, also nochmal das große Konzept dieser Stadt in den Straßenräumen sichtbar macht. Und das, was eigentlich noch ganz interessant ist, was man auch sehr gut sehen kann, dass er hier eine gebogene Straße hat. Und wenn ich eine Schablone drüber lege, dann sehen Sie, dass diese Schablone hier beide Tore genau trifft und dass der Mittelpunkt hier unten im Dom liegt. Konrads Dom als Kristallisationspunkt einer ganzen Stadt. Im Wettstreit der Kathedralen, möglicherweise der ehrgeizige Versuch Konrads, alles bisher Dagewesene zu überbieten. Eine Demonstration imperialer Macht, die die kirchlichen Versuche in Mainz oder Worms gründlich in den Schatten stellt. Für die Salier ist die Stadt Speyer eben jetzt diese
da schlagen sie ihren Nagel in den Boden und sagen, unser Geschlecht identifiziert sich mit dieser Großstadt. Ja? Und da wird nicht gekleckert, sondern da wird geklotzt. Das gilt auch für den Dombau selbst, der unter Konrads Nachfolger Heinrich III. Schnell zu beeindruckender Höhe emporwächst. Doch auch Heinrich wird durch seinen frühen Tod die Einweihung um 5 Jahre verpassen. 1061 steht der saalische Renommierbau in seiner ganzen romanischen Pracht. Doch schon 20 Jahre später passiert das Überraschende. Der neue Salierspross Heinrich IV. Lässt den frischen Neubau weitgehend einreißen. Noch größer, noch repräsentativer soll er werden. Vor allem noch anspruchsvoller im Design. Unter Heinrich IV. Hat sich alles verändert, denn Heinrich IV. Hat große Teile des Domes abgetragen und in anderer Form wieder aufbauen lassen. Die größte Veränderung sehen wir hier an der Apsis, die nämlich von einem geraden Abschluss zu einem halbrunden wird. Die Querhäuser wurden ebenso bis auf das Mauerwerk abgetragen und mit einer Durchgliederung der Fassade in der Tiefe verändert. Und es fand eine Erhöhung der Türme statt. Hier sehen wir noch den alten Teil, den alten frühromanischen Teil, und unter Heinrich IV. Kommt eben diese Erhöhung mit dazu. Auch der Vierungsturm erfährt eine Veränderung, wobei wir hier jetzt die barocke Kuppel sehen. Die Sakristei ist eine Zutat, die später kommt. Die wichtigste Änderung im Innenbereich haben wir durch die Überwölbung des Mittelschiffes, weil man davon ausgeht, dass im frühromanischen Bau die Decke flach gewesen ist. Wir haben 14 Meter im Mittelschiff und eine Höhe von 33 Metern bis zur Gewölbedecke. Und das sind sehr, sehr große Spannweiten. Was von außen auch direkt ins Auge sticht, ist die Veränderung durch die Einbringung einer Zwerggalerie, die es im Vorfeld noch nicht gegeben hat, um eben auch die flächige Außenwirkung, die die Romanik sonst hatte, durch eben oberflächenbündige Fenster eben hier zu verändern. Das Revolutionäre an diesem Bau ist, dass der Charakter nach außen hin gestrahlt hat. Heinrich IV. Wollte wirklich die größte Kirche des Abendlandes bauen. Und hat er hier auch geschafft, würde ich sagen. 1106 steht das romanische Wunderwerk. Mehr Repräsentation geht nicht. Eine Gewölbedecke mit dieser Spannweite hat es im Abendland seit der Antike nicht gegeben. Seit 1000 Jahren nicht. Und was die Größe angeht, so braucht der Speyerer Dom keinen Vergleich zu scheuen. Schon gar nicht mit Worms, aber auch nicht mit Mainz. Und während der Mainzer Willigisbau in seiner Düsternis noch an die frühe Romanik erinnert, so präsentiert sich Heinrichs Dom viel lichter. Fast wie eine sanfte Vorahnung auf die Gotik. Im Museum der Pfalz verwahrt man das Kopfmodell von Heinrich IV., das von einem Gerichtsmediziner anhand des originalen Schädelfundes nachgeformt wurde. Und vielleicht lässt sich aus diesem Gesicht die Tragik seines Lebens herauslesen, in dem viel Kampf war. Der Papst exkommunizierte ihn, die Söhne rebellierten gegen ihn und das Einweihungsjahr seines Doms war zugleich sein Todesjahr. Heinrich IV. Ist ein Kaiser, der ganz in der Tradition seiner Vorfahren regiert und denkt, er
Er sieht sein Königtum als von Gott gegeben und von den Vorfahren ererbt. Und damit ist er ziemlich schlecht gerüstet für einen Epochenkonflikt, der in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ausbricht und der die Autorität des Königs plötzlich in Frage stellt. Der König wird von den Kirchenreformern nur noch als Laie gesehen, nicht mehr als Gesalbter Gottes. Und von daher entwickelt sich ein fundamentaler Konflikt um die Frage, wer eigentlich Vorrang auf Erden hat, die geistliche Gewalt oder die weltliche Gewalt. Dieser Konflikt entlädt sich im sogenannten Investiturstreit, wo es aber um viel mehr geht als um die Investitur von Bischöfen, sondern um die Frage, wer wen mehr braucht, wer voransteht und wer gehorchen muss. Heinrich IV. Will nicht gehorchen. Das ist sozusagen seine Tragik, aber auch sein Stolz als König. Und diesem Stolz verleiht er Ausdruck, vor allen Dingen im Neubau der Kathedrale von Speyer, eine herausragende architektonische Leistung, die zum größten Kirchenbau in der abendländischen Christenheit dieser Zeit führt. Tatsächlich erfüllt der Dom die Aufgabe, für die er von Anfang an gedacht war. Grab zu sein für die Salier. Im August 1900 gräbt man den Kirchenboden auf und öffnet die über 800 Jahre alten Särge. Eine Untersuchung, die damals auch dazu beiträgt, das neue deutsche Kaisertum unter Kaiser Wilhelm geschichtsträchtig aufzuwerten und dem Publikum von den großen Leistungen der Vorgänger zu erzählen. Die Geschichte vom Stammvater der Salier, Konrad, der den größten romanischen Kirchenbau begann und dessen Gehirn man nun genau untersucht. Von seiner Gemahlin, der Kaiserin Gisela, einer angeblich ebenso schönen wie klugen Frau. Heinrich IV. Bescheinigt die historische Untersuchung, dass er ein untadelig gewachsener Mann gewesen sei. Eine Schönheit, voll männlicher Kraft und beinahe weiblicher Anmut. Ein besonderer Fund ist der goldene Saphirring an Heinrichs rechtem Ringfinger. Es ist ein Bischofsring. Vielleicht die letzte trotzige Botschaft des Kaisers, der sich allein im Recht sah, Bischöfe mit Ring und Stab einzusetzen. Im Historischen Museum der Pfalz wurde die Grabkrone Heinrichs sorgfältig restauriert. Herrschaftssymbol eines Kaisers, der seinen Anhängern als Gesalbter Gottes galt, seinen Gegnern als Verkörperung alles Bösen. Und der zeitlebens darauf beharrte, dass ihm seine Krone unmittelbar von Gott verliehen sei, ohne Vermittlung durch die Kirche. Sein Dom, geweiht der Gottesmutter Maria, war für ihn die steingewordene göttliche Bestandsbestätigung der saalischen Herrschaft. Die Überbietung aller päpstlichen Ansprüche und wohl auch sein ganz persönlicher, religiöser Halt. Dass es zuletzt ausgerechnet der Bischof seines Doms war, der ihn die Reichsinsignien zugunsten des ungetreuen Sohns abpresste, muss ihn schwer erschüttert haben. Die alten Chroniken zeigen ihn umgeben von den Bischöfen und seinen zwei Söhnen in trauter Eintracht. Aber das sind Fake News des Mittelalters. Heinrich wurde von beiden Söhnen bekämpft. Und die anscheinend so einträchtige Übergabe der Herrschaft an den jüngsten Sohn war in Wahrheit ein furchtbarer Gewaltakt. Das Bild ist eine völlige Verzerrung der Wirklichkeit. Die Realität sieht so aus, dass gegen jede göttliche Ordnung sich der Sohn gegen den Vater erhebt. Ein Generationenkonflikt, der relativ selten ist in der hochmittelalterlichen Geschichte, der aber dazu führt, dass alle Zeitgenossen zu Parteigängern werden müssen in diesem Konflikt zwischen Vater und Sohn, zwischen der alten und der neuen Ordnung. Sieger ist natürlich wie immer bei solchen Generationenkonflikten der Sohn. Und er versucht tatsächlich, die saalische Monarchie neu zu denken und zu retten, dass er am Ende in die Bahnen der Herrschaftspraxis seines Vaters übergeht, ist die besondere Tragik Heinrichs V. und markiert dann auch so allmählich das Ende der Salierzeit im Reich.
Die Zeiten ändern sich wieder. Auch in Worms. Und es war hier der letzte Salier, der sie früh mitgeprägt hat. Diese neuen gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn neben dem Klerus wächst jetzt eine gesellschaftliche Gruppe heran, die man bisher kaum auf der Rechnung hatte. Die Bürgerschaft. An deren wachsender Wirtschaftskraft kommen weder Kaiser noch Kirche vorbei. Im Stadtarchiv Worms wird eine Urkunde aus dem 12. Jahrhundert verwahrt. Es ist eine jener Urkunden, die nun immer häufiger ausgestellt werden. Ein Freiheitsprivileg, das den Bürgern gegenüber Bischof und Adel Freiräume eröffnet. Die immer selbstbewussteren Bürger werden von den Königen zunehmend als nützliche Verbündete entdeckt und gefördert. Die Bischöfe, oft noch die Stadtherren, können sich dem nicht entziehen, wenn der Kaiser sein Siegel setzt. Die Ausstellung der Urkunde erfolgt ad favorem civium wormatiensium, also zugunsten der Wormser Bürger. Der wesentliche Inhalt, der sich im mittleren Teil befindet, erleichtert die Steuerabgabenlast. Sie erweitert die Rechte der Bürgerschaft, die sich hier herausbildet. Sie verbessert wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten und klärt Unklarheiten, die aufgetaucht sind über bestimmte Abgaben. Und wichtig ist, dass diese ganze Privilegierung im Konsens mit allen stattfindet, die an diesen Bürgern Rechte inhaben. Das können wir hier sehen. Wir haben hier die Formulierung, diejenigen, die jus et potestas an den cives wormatienses innehaben. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass niemand hinterher sagen kann, das wusste ich nicht und ich widerspreche. Allen voran, ganz wichtig ist natürlich der Bischof als Stadtherr, der hier als Befürworter auftritt. Und weitere Personen, geistliche und weltliche, die in irgendeiner Weise Inhaber von Rechten an den Bürgern sind. Die romanischen Kathedralen werden mehr und mehr Bürgerkirchen und fangen an, sich nun auch viel frischer zu bekleiden. Bald mit gotischem Gewand. Und nicht nur mit dem. Am Wormser Dom ist vielleicht eine der amüsantesten bürgerlichen Steinfiguren zu entdecken. Eine, die direkt ins bürgerliche 20. Jahrhundert führt. Touristen, die hierher kommen, fragen als erstes nach dem Domdackel. Wo ist der Domdackel? Der ist am Eingangsportal des Domes. Dort hat einer der Dombaumeister der jüngeren Zeit, Philipp Brandt, der in den 20er Jahren hier die Domsanierung geleitet hat, seinen Dackel verewigt. Und dann gibt es da die verschiedensten Geschichten, die sich darum ranken. Aber der Kern dieser Geschichten ist immer, dass dieser Dackel in besonderer Weise ein Lebensretter gewesen ist. Es ist eine Domgeschichte vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich gut selbst erzählt. Die Rettung des Dombaumeisters Brandt durch seinen Dackel ist nicht die einzige Tiergeschichte, die der Wormser Dom erzählen kann. Die andere führt wieder ganz zurück ins Mittelalter. Da laust der Affe den Baumeister. Gut 1000 Jahre ist die Szene alt. Und es ist die einzige Darstellung, die uns einen romanischen Baumeister zeigt. Von Kaisern und Bischöfen erzählt man. Von den Kämpfen der Mächtigen. Die Geschichte der romanischen Baumeister hingegen ist ins Dunkel der vergangenen Zeit gesunken. Und doch waren sie es, die mit ihrem Geist und ihren Händen all das schufen, was wir heute bewundern. Ihr Wettstreit um das immer Schönere, Größere, Gottgefälligere muss aufregend gewesen sein.
Ein geistiges Ringen um den Formenreichtum. Um die vielen Möglichkeiten, immer Neues aus dem Sandstein zu hauen. Es war ein Wettstreit der Fantasie, der niemals sein Ende fand. Denn so ist der Mensch. Was gestern war, soll morgen anders sein. Und so begann sich auch die romanische Strenge zu erschöpfen. Die Idee von dicken Mauern, die wie Burgen Gottes in den Himmel ragen, von repräsentativer Festigkeit und baulichem Trotz. Und wurde bald abgelöst von etwas ganz anderem. Der Gotik, die sich einem ganz neuen Ideal hingab. Dem Licht.